Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 1. Saren ist noch nicht besiegt. Wir müssen die Sovereign bekämpfen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Sovereign ist der wahre Feind. Saren ist nur ein Werkzeug. Und wir müssen also dem Rat Bericht erstatten, was wir gerade eben getan haben eigentlich in der letzten Folge. Ich hoffe, langsam kehrt mir da mal Normalität ein. Ich meine, wir haben jetzt eine Stundenfolge gehabt. Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Gut. Ich wusste, dass sie reagieren würden. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Da wäre ich jetzt so auch hingeflogen zur Zitadelle eigentlich. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Und was ist mit Ilos? Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Ilos anzugreifen? Ilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Lassen Sie mich hinterhergehen? Achso. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben Sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat Ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Ilos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Und was ist mit der Röhre? Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Und die Reaper? Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Ach, dann sind sie doch alle Narren. Dann machen sie doch, was sie wollen und werden vernichtet. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Ilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Das ist ein Fehler, das wissen Sie, ne? Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Ach, Sie wollen sich doch nur alle selbst vernichten. Commander, ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Spionieren Sie mir nach, Joker. Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Ah, dann nehmen wir mal ein paar Leute. Keilern. Ja, das tut mir leid, immer noch. Nehmen wir Ashley mit. Hier als Mensch geht immer und Garrus als Typ. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Es ist immer noch unfassbar, dass man uns, wir der Spectre, uns entmachtet hat. Heute ich nicht fähig bin, diese Tür zu öffnen. Der Zitadellen-Sicherheitsdienst scheint eher eine militärische Operation als eine Polizeimacht zu sein. Ja.
Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Ah, ich glaube, wir sind da. Ja, wir sind, glaube ich, da. Das ist einfach nur ein großer Raum hier. So. Hallo. So, wo müssen wir zum Fluxclub genau? Bezirke. Flux. Ach, schön. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Was zur... Ja, was gibt's? Was ist passiert? Wurden sie rausgeworfen? Loran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass sie betrügen, dann betrügen sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Ein Experiment. Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum haben Sie es gemacht? Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Und wie soll es funktionieren? Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Aha. Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus, die ihre Chancen leicht verbessert. Nicht so wie mein System, aber es reicht, um ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Sagen Sie die Wahrheit. Warum verkaufen Sie das Gerät dann nicht? Was? Nein, das Gerät ist einfach. Es nutzt brutale Gewalt, um sein Ziel zu erreichen. Und Sie haben gesehen, wie leicht es entdeckt werden kann. Mein System wird viel effizienter und nicht zu entdecken sein, wenn es fertig ist. Aha. Was springt dabei für mich raus? Behalten Sie den Gewinn. Das sollte Bezahlung genug sein. Ich mach's. Ganz ehrlich, nachdem der Rat mich rausgeschmissen hat, ist mir das Gesetz doch egal. Ich werde Ihnen helfen. Sie könnten es ja mal versuchen. Bitte sehr. Sie werden es merken, wenn Sie genug Siege aufgezeichnet haben. Aber Sie haben gesehen, was passiert, wenn Sie mit dem Gerät erwischt werden. Dann legen Sie los. Die Daten sammeln sich nicht... Fuck the police. Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen... Sprechen Sie. Was für ein Problem haben Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Verstehe. Wichtige Sache. Was genau brauchen Sie also? Bei meinem Kampf für die gesamte Menschheit brauche ich die besten Mittel auf dem Markt. Es gibt ein Mentalstimulans, das die Aufmerksamkeit erhöht und das Urteilsvermögen schärft. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Aha. Was für ein Stimulans ist das genau? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachbegriffen nicht aus, aber es erhöht zum Beispiel die Geistesleistung und das Kurzzeitgedächtnis. Damit kann ich konzentriert und aufmerksam bleiben. Wenn ich es nehme, entgeht mir nichts. Und wie viel? Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulans nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Nicht die Hoffnung aufgeben. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot.
Und die Verhandlungen? Was ist so bedeutend an diesen Verhandlungen? Die Salarianer wollen die Bedingungen für langfristige Geschäfte festlegen. Es geht um Milliarden Kredits. Wenn ich das Mittel nicht bekomme, wird mein Assistent übernehmen müssen und den Deal vermasseln. Ein komplettes Desaster. Sie sollten mehr vertrauen in Ihren Assistenten. Mein Assistent. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir abhängig, uns nur dienen. Das wissen Sie schon. So war es auch. Kehle, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen diese Stimulanz. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal. Das ist aber ein falsches Spiel, wenn man das nur macht. Es werden wohl nicht alle Top-Verhandlungsführer um Hilfe bitten, mehr Stimulanzien als erlaubt zu bekommen, Kehler. Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulanz nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung. Sie brauchen Hilfe. Keine Geschäftsverhandlung ist es wert, sein Leben zu riskieren. Vergessen Sie es und holen Sie sich Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulanz. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt. Ich werde ohne das Stimulanz immer so müde. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Es wird schon werden. Es ist keine Schande, ein Problem zu haben. Aber Sie brauchen eine Behandlung. Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Ja. Oh ja. Oh. Oh ja. Hab ich was anderes gehört. Und was genau hast du gehört? Zweifellos weitere Gerüchte über seltsame Metallkreaturen mit echter KI. Ja, aber es gibt noch mehr. Gibt es doch immer. Ich hörte, es gäbe eine Verbindung zwischen Ihnen und einem abtrünnigen Spectre. Nicht das schon wieder. Warum ist das so unglaublich? Ist ja auch egal. Erwarten Sie einfach nicht, dass wir es auch glauben. Ja. Helle Süßen. Vita, Vita Aura oder was? Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Schön zu hören. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Sie scheinen sich nicht so darüber zu freuen. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Ja, ja, gibt's Schlimmeres. Und was macht Anderson? Mit dem müssen wir gleich reden. Ich will erst gucken, ob hier noch was ist. Gast. Ich warte auf jemand anderes. Okay. Jenna. Hallo, willkommen im Flug. Also. Niedrigeinsatzquasar. Was haben wir denn da? Kommen Sie so nah wie möglich an 20 heran, ohne darüber hinwegzuschießen. Das nennt sich Blackjack. Ja, dann mache ich nach 1 bis 8, ne? Ja, noch eine. 4 bis 7. Im besten Fall kann ich auf 21 kommen. So. Ich will nochmal spielen. Klar mache ich noch eine drauf. Noch eine geht auch. So, 1 bis 8 will ich nicht riskieren, aber 4 bis 7. Ich mach's. Man sieht nur selten jemanden, der so viel Glück hat wie Sie. Ja, ich spiel nochmal. Eine große Zahl. Noch eine große. Noch eine große. Auch das machen wir nochmal. Boah, klar, eine große geht immer. Noch eine große. Noch eine große. Noch eine große. Noch eine große. Perfekt. Ihr Glück kommt mir unnatürlich vor, Mensch. Wie oft muss ich denn spielen? Oh, was mit Doran? Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Nö. Auf Wiedersehen. Viel Spaß hier im Flux. Ich speichere kurz mal lieber. Wie oft muss ich denn nur spielen?
Lassen Sie sich mindestens 5-mal muss ich gewinnen. Ach so. Haben wir denn irgendwo einen Hocheinsatzquasar? Ah, perfekt. Dreimal haben wir ja gewonnen schließlich. Ja, komm nochmal. 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 Perfekt. Ich will nicht weiterspielen. So, einmal Fuck the Police gemacht. Und dem Illegalen geholfen. Das stört mich ganz ehrlich nicht, nachdem niemand auf mich hören will. So, hier bitte. Haben Sie schon 5 Siege mit dem Gerät aufgezeichnet? Gerne. Bitte sehr. Hoffentlich ist es das, was Sie haben wollten. Wirklich großartig. Das wird mir unschätzbare Daten liefern. Genießen Sie Ihren Gewinn. Ich werde dieses System vervollständigen. Es ist schön, auch mal was Böses zu tun. So, Anderson. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Jetzt weiß ich, wie es Ihnen ging. Sie haben mich von der Mission ausgeschlossen. So wie man Sie zwang, die Normandy aufzugeben. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Ailos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Ja, aber so einfach ist das nicht. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Und was passiert mit ihnen? Wenn wir die Normandy klauen, bleiben sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, Eden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Und meine Crew? Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen, das wissen wir beide. Ich danke Ihnen. Das werde ich nicht vergessen, Captain. Ich verspreche es. Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Gibt es eine andere Alternative? Es muss einen besseren Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird Sie nicht einfach in sein Büro marschieren und seinen Computer benutzen lassen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Udina wird das nicht auf sich beruhen lassen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Ich glaube, der Einbruch ins Büro ist besser. Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich den Computer des Botschafters vornehmen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Der Botschafter hat dies zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Nein, noch nicht, denn ich muss erst einen Cut machen. Ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern. Kommen Sie zu mir, wenn Sie dafür bereit sind. Ich werde hier auf Sie warten. So. Also bis zur nächsten Folge und tschüss.